Phoebe Hans Jack, am Anfang möchte ich noch einmal erwähnen, dass Zufälle passieren. Es gibt Zufälle und im Leben mancher Menschen geschehen Zufälle, die fast unglaublich wirken. Bitte behalte das während des Falls im Hinterkopf, denn solange die Schuld rechtskräftig nicht belegt ist, solange gilt die Unschuldsvermutung. Egal, was wir alle denken, wir sind keine Richter. Phoebe fällt. Sie fällt immer tiefer in die Dunkelheit, fällt 30 Meter tief durch den Müllschacht des Wohnkomplexes. Es war ein tragischer Selbstmord. Das wird später der Familie mitgeteilt. Ein ungewöhnlicher und schmerzhafter dazu, aber ein Selbstmord. Da sind sich die Ermittler sicher. Seit nunmehr 10 Jahren kämpft Phoebes Familie um die Aufklärung ihres mysteriösen Todes. Doch ist es nur die verzweifelte Suche trauernder Eltern nach einem Schuldigen, weil sie es nicht akzeptieren können, dass ihr Kind Suizid begangen hat? Oder steckt hinter Phoebes Tod ein gewaltiger Justizskandal, in dem Vertuschung, Drogenmilieu und die Melbourner Oberschicht eine entscheidende Rolle spielen? Phoebe Hanchak wurde am 9. Mai 1986 in Melbourne geboren. Sie war ein Sonnenschein und ein fantasievolles Kind. Ihre Mutter nannte die große Schwester von 2 Brüdern ihr kleines Tigerjungen. Die Familie lebte auf einem weitläufigen Grundstück im Osten von Melbourne, mit einem großen Haus und auf dessen Schieferdach Phoebe als Kind gern kletterte. Phoebe kletterte als Kind gern. Ihre Vorliebe fürs Klettern sollte 20 Jahre später im Polizeibericht stehen als Grund für ihren mysteriösen Selbstmord. Sie war sportlich, sie spielte Basketball, sie war künstlerisch interessiert. Phoebe war beliebt in der Schule. Sie war ein hübsches junges Mädchen mit langen braunen Haaren, mit einem strahlenden Lächeln und einer Aura, die viel in den Bann zog. Ihre Freunde beschrieben ja sie auf dem eingerichteten Blog der Familie so. Diese Aura und Schönheit, die Phoebe hatte, konnte einen Raum erhellen. Die Wärme, die Phoebe umgab, brachte viele Menschen Frieden. Sie hatte ein Licht in sich, das hell brannte. Niemand fühlte sich je verurteilt, wenn man mit ihr sprach. Man konnte ihr immer sein Herz öffnen und Phoebe hörte zu. Eine wahre Anführerin, die so viele auf ihrem Weg inspiriert hat. Und wow, was für eine Kämpferin. Doch als Phoebe 14 Jahre alt war, begann aus dem fröhlichen, warmherzigen Mädchen eine rebellische junge Frau zu werden. Sie hing mit den falschen Leuten ab und wurde depressiv. Mit 15 verbrachte sie ihre Nächte in Clubs und auf Partys, trank und experimentierte mit Partydrogen. Speed, Ecstasy, Marihuana, aber vor allem Alkohol in rauen Mengen. Der Alkohol wurde zu ihrem größten Problem. Er war ihr Monster, wie es ihr späterer Freund Anthony Hempel sagte. Sie trank, wenn es ihr schlecht ging oder ihre Depressionen ihre Gedanken bestimmten. Sie riss von zu Hause aus, lebte zeitweise bei Freunden, darunter auch Ex-Häftlinge, und ihre Eltern sorgten sich um ihre Tochter und darunter litt dann auch zunehmend die Ehe der Eltern. Als Phoebe nach Hause zurückkehrte, wollte sie ihre aufbrausende Art und ihre Stimmungsschwankungen endlich unter Kontrolle bekommen und begann Antidepressiva zu nehmen. Zusammen mit Alkohol und chemischen Drogen ist das allerdings ein sehr gefährlicher Cocktail, den sie sich bereits mit 16 Jahren ihrem sehr jungen Körper zuführte. Mit 16 Jahren hatte sie außerdem eine Beziehung mit ihrem doppelt so alten Lehrer. Ihre Vorliebe für ältere Männer sollte sie auch als junge Frau noch beibehalten. 2009 lernte Phoebe Hansjack den 17 Jahre älteren Anthony Hempel kennen. Sie war damals 23 und arbeitete als Empfangsdame in einem Friseursalon. Hempel war 40 und ihr Kunde. Sie verstanden sich gut, gingen auf Dates,
Nach nur 5 Monaten zog Phoebe in sein luxuriöses Apartment. In einem modernen Hochhauskomplex. Da ist es. Wieder erwarten ihre Freunde und Kollegen, denn zum Beispiel auch Phoebes Chefin sagte aus, dass sie eigentlich dachte, dass der Neue nur eine Affäre sei. Aber Phoebe machte ernst mit ihrem deutlich älteren Freund. Anthony Hempel, der von allen Ant genannt wurde, war wohlhabend und stammte aus einer einflussreichen Familie. Seine Mutter ist Richterin, sein Vater George Hempel ist Justizprofessor und bis 2000 war er noch selbst Richter am obersten Gerichtshof in Victoria. Ant selbst trat allerdings nie in die Fußstapfen seiner Familie. Er arbeitete als erfolgreicher Eventmanager und gehört zur High Society Australiens. Für Phoebe war es eine neue, eine andere Welt, in die sie mit Ant eintauchte. Sie kapselte sich immer mehr von ihren alten Freunden ab und wurde Teil von Ants Lifestyle. Sie ließen sich in Sakko und Abendkleid bei Partys ablichten und sie fügte sich in Ants Luxuswohnung. Auch wenn sie zum Beispiel die kreative Unordnung liebte, sah die Wohnung, in der sie lebte, aus wie eine Musterwohnung, komplett steril. Denn Ant wollte, dass die Wohnung so aussieht, als würde keiner da drin wohnen. So seine ehemalige Putzkraft. Einmal geriet Phoebe in Panik, denn sie hatte einen Fleck auf dem Wohnzimmerteppich hinterlassen und allgemein war die ganze Beziehung der beiden sehr angespannt. Sie hatte immer das Gefühl, dass Ant sie kontrollieren und bevormunden würde. Einmal schrieb sie ihrer Mutter Folgendes: Mama, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich liebe Ant, aber es funktioniert nicht. Phoebe passte sich ihrer neuen Umgebung auch optisch an. Sie schnitt sich ihre langen braunen Haare kurz und färbte sie schwarz. Damit sah sie jetzt nicht nur reifer aus, sondern auch Ants Schwester Christina zum Verwechseln ähnlich. Die zeige ich euch später noch. Mit ihr verstand sich Phoebe tatsächlich sehr gut. Christina schien nämlich auch nicht so richtig in das High Society Leben reinzupassen, denn sie dealte mit Drogen. Im Jahr 2014 wurde sie mit einer erheblichen Menge Kokain hochgenommen. Und das war eine unsagbare Schande für die Familie der Hempels. Deshalb wurde auch keine Anklage gegen sie erhoben und von einer Geld-, geschweige denn Haftstrafe völlig abgesehen. Die Schmach, die sie über ihre Familie brachte, war Strafe genug. Die Hempels hatten eben Einfluss. Am 1. Dezember 2010 um 10.33 Uhr klingelte das Handy von Phoebes Freunden, von Phoebes Familie und auch von Ant selbst. Es war eine Nachricht von Phoebe. Hallo Familie, ich bin im Bett, um zu schlafen und wenn ich aufwache, werde ich mich in das unglaublichste menschliche Wesen verwandeln, was ihr je gesehen habt. Nicht. Ich werde ins Krankenhaus gehen. Dort ist es sicherer und ich habe gelesen, dass das Spezialmenü heute Abend Tomatensuppe ist. Lecker, nahrhaft. Ich liebe euch alle sehr, aber nicht genug, um euch eine individuelle Nachricht zu schicken. Tut mir leid, aber Zeit zum Schlaf und ich muss mich auf den Weg machen. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Das Leben ist nur ein Traum. XO. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Das war eine sehr merkwürdige Nachricht, die auch bei Phoebes Eltern Besorgnis auslöste. Denn sie klang nicht wie von ihr verfasst, sondern wie verfasst von jemandem, der versucht, wie Phoebe zu klingen. Ihre Mutter rief daraufhin Ant an und er versicherte ihr, sie würde schlafen. Am nächsten Tag gegen 9 Uhr verließ er die Wohnung, um zur Arbeit zu gehen. Phoebe schlief zu diesem Zeitpunkt noch. Sie hätte mal wieder zu viel getrunken und Schlaftabletten genommen. So sagte es jedenfalls Ant. Um 11.43 Uhr schrillte der Feueralarm in den Luxuswohnungen des großen verspiegelten Gebäudekomplexes und die Überwachungskameras zeichnen Phoebe noch einmal auf, wie sie mit Ants Hund und einer dunklen Sonnenbrille das Gebäude verlässt. Allerdings war es ein Fehlalarm und 7 Minuten später konnten die Bewohner wieder reingehen. Dies sollte die letzte Aufzeichnung sein, die von der lebenden Phoebe gemacht wurde.
Was sich zwischen 12 und 19 Uhr mit ihr abspielte, ist bis heute ungeklärt. Lediglich die Überwachungsaufnahmen, auf denen Phoebe gesehen wurde, wurden ausgewertet. Und ob sich jemand Unbekanntes Zutritt verschaffte, wurde nie überprüft. Um 18.09 Uhr kehrte Ann Temple von der Arbeit zurück. Anders als gewohnt war die Wohnung nicht steril sauber. An der Computermaus des PCs, den Ann und Phoebe gemeinsam nutzten, waren Blutspuren und außerdem lagen Scherben auf der Erde und es standen zwei Wassergläser auf dem Tisch. Das schien Ann nicht zu beeindrucken. Auch nicht, dass Phoebe fehlte. Aber sowohl ihre Handtasche, als auch die Keycard und ihr Handy noch da waren, ja? Sie hat ja diese SMS-Ankündigung geschrieben und vielleicht hat sie es wahrgemacht und sich in Therapie begeben? Er machte sich auf jeden Fall erstmal ein Bier auf, bestellte sich Essen und eigentlich war er für diesen Abend mit Phoebe und ihrem Dad verabredet und nun gab er eine Bestellung in genau diesem Restaurant auf, wo die drei verabredet waren. Für eine Portion. Wusste er zu diesem Zeitpunkt bereits, dass das geplante Essen nicht stattfindet und auch Phoebe nicht mehr zurückkehrt? Gegen 19 Uhr wollte eine Putzkraft des Apartmentkomplexes den Müllraum betreten. Also die haben auf jeder Ebene des Gebäudes eine Müllklappe und da können die Mieter ihren Müll reinwerfen und das fällt dann halt runter. Und am Ende der langen Röhre wartet ein Müllzerkleinerer auf den Müll. Als die Putzkraft diesen Raum öffnen wollte, blockierte etwas von innen die Tür. Als sie schaffte, die Tür zu öffnen, lag dort eine Frau am Boden. Die Frau blutete stark. Das Bein war vom Müllzerkleinerer fast abgerissen. Mit aller Kraft schien sie sich aus der Tonne befreit zu haben und unter starken Schmerzen Richtung Tür gekrabbelt zu sein. Um dort alleine im Dunkeln an ihrem starken Blutverlust gestorben zu sein. Kurze Zeit später nahm Ann Temple seine Essenslieferung entgegen und der Lieferant erzählte ihm, dass die Lobby voller Polizei sei, woraufhin Ann runterging und seine Freundin als vermisst meldete. Er erzählte von Phoebe und wie sie aussah und die Polizei bestätigte ihm, dass es sich bei der Frau um seine Freundin handelte. Und ob er jetzt was mit dem Tod zu tun gehabt hätte, haben die gefragt und seine Antwort war absolut nicht. Dass Phoebe beim Eintreten der Polizei bereits tot war, davon waren sie überzeugt. So überzeugt, dass die Ermittler nicht mal die gerufenen Rettungssanitäter an den Körper ließen. Die konnten nie feststellen, ob ihr Leichnam noch warm war und wann genau der Todeszeitpunkt gewesen sein muss. 5 Tage später erhielt ihre trauernde Familie das gerichtsmedizinische Gutachten. Phoebe hatte 1,6 Promille im Blut, Schlafmittel genommen und hatte Selbstmord begangen. Damit war der Fall für die Polizei geklärt. Es fanden keine Befragungen mehr statt, Spuren wurden nicht weiter untersucht und Verdächtige wurden auch nicht weiter befragt. Doch es ist ein Ergebnis, das ihre Familie bis heute nicht akzeptiert und das so viele Fragen aufwirft. Besonders Phoebes Mutter Natalie und ihr Großvater Lorne Campbell, der selbst pensionierte Ermittler in der Mordkommission ist, wollen Antworten. Antworten auf die Fragen der Ungereimtheiten, die ihnen dieses Gutachten nicht geben konnte und die Polizei anscheinend nicht interessierte. Phoebe hatte Probleme und ja, sie trank zu viel und sie litt unter Depressionen, aber die Eltern schließen vehement aus, dass sie Selbstmord begangen hat. Ja, denn erst wenige Tage vor ihrem Tod sprach sie noch mit ihrer Mutter darüber, wie sehr sie sich auf den 18. Geburtstag ihres kleinen Bruders freute. Und selbst wenn Phoebe Selbstmord begangen hätte, warum so? Warum ist sie nicht aus dem Fenster gesprungen? Schließlich lag ihre Wohnung im 12. Stock. Warum wählt sie einen Weg, der unglaublich schmerzhaft ist und sie schlussendlich nicht mal tötete?
Denn Phoebe starb nicht durch den Aufprall oder durch den Fall, sondern durch ihre starke Beinverletzung. Außerdem versuchte sie noch Richtung Tür zu krabbeln und schleppte sich dorthin, scheinbar um Hilfe zu holen. Und es gibt noch viel mehr Fragen, die diesen Fall so mysteriös machen. Phoebe hatte Blutergüsse an den Armen und Handgelenken. Blutergüsse, die nicht vom Fall oder durch den Müllschlucker kommen können. Die Polizei untersuchte nie die Blutspuren an der Maus sowie die beiden Gläser im Apartment nach DNA oder Fingerabdrücke. Hatte Phoebe Besuch? Auch die restlichen Überwachungsaufnahmen wurden nie ausgewertet und deswegen konnte diese Frage auch nicht geklärt werden. Und dann die Nachricht, die Phoebe am Tag ihres Todes verfasste. Stammte die wirklich von Phoebe? Ant macht dazu zum Beispiel unterschiedliche Aussagen. Zum einen sagt er, dass das Handy sich zu dem Zeitpunkt in der Reparatur befand und später widerruft er diese Aussage. Ebenfalls wurden niemals die Handy- und Computerdaten ausgewertet. Niemand wusste, mit wem sie vor ihrem Tod vielleicht Kontakt hatte. Und vor allem, da anscheinend etwas an dem PC in der Wohnung von Ant passiert sein musste, weil dort Blutspritzer gefunden wurden. Außerdem wurden keine Fingerabdrücke an der Luke des Müllschluckers gefunden. Sie wirkte sauber abgewischt. Wäre Phoebe reingeklettert, hätten doch eigentlich ihre Fingerabdrücke drauf sein müssen, oder? Nie wurde jemand aus Phoebes Umfeld verdächtigt oder als Verdächtiger von der Polizei zumindest ausgeschlossen. Weder Ant, mit dem sie eine schwierige Beziehung hatte, noch Christinas Bekanntschaften, die ins Drogenmilieu reichten. Ja. Doch über all die zweifelhaften Ermittlungen und Ungereimtheiten steht noch eine weitere Frage. Wie sollte es Phoebe überhaupt allein in den Müllschacht schaffen? Die Klappe befindet sich auf der Höhe von 1 Meter und war 37 mal 22 Zentimeter groß. Phoebe war zu diesem Zeitpunkt schwer alkoholisiert und hatte das Schlafmittel Stilnox intus. Ihr Großvater Lorne stellt für eine Doku mit Hilfe einer Freundin, die eine ähnliche Statur wie Phoebe hat, ihr seht sie auf dem Bild, den Versuch nach. Und ihr gelang es unter größter körperlicher Anstrengung und einem schwierigen Balanceakt, in die Luke zu klettern. Wie das ein Mensch mit 1,6 Promille und dann noch Schlaftabletten schaffen sollte, ist ein Rätsel. Phoebes Eltern kämpften nach ihrem Tod um eine Wiederaufnahme des Falls. $50.000 nahmen sie aus ihren Ersparnissen und Spenden, die sie erhalten hatte, um ein zweites Gutachten für den Fall zu bekommen. Allerdings hatte eine Person etwas dagegen. Ant Hempel. Sein Anwalt versuchte, das Gutachten zu stoppen, doch er schaffte es nicht. Woraufhin er einen Antrag stellte, in dem er forderte, dass sein Mandant endgültig von der Untersuchungskommission von den schweren Vorwürfen entlastet werden würde. Am 10. Dezember 2014 präsentierte der Gerichtsmediziner Peter White nach zahlreichen Analysen und Befragungen der Untersuchungskommission sein neues Ergebnis. Es war kein Suizid, aber es war auch kein Mord. Es war ein Unfall. Unter dem Schlafmittel Stilnox hätte sich Phoebe Handschuck in einen schlafwandelnden Zustand befunden, in dem sie in den Müllschacht kletterte, mit den Füßen voran. Ihre Vorliebe zum Klettern, die sie in der Kindheit hatte, ließ sie seiner Ansicht nach die Müllrutsche betreten. Sie wollte wahrscheinlich ein Glas runter, das runtergefallen war, in diesen Müll schmeißen. Allerdings fand man kein Glas Müll in der Tonne am Ende der Rutsche. Aber das schien bei seiner Version nicht relevant zu sein. Selbstmord und eine Beteiligung Dritter schloss er aus. Somit kam er auch der Aufforderung von Ann Temples Anwalt nach, seinen Mandanten zu entlasten. Doch konnte Phoebe wirklich durch das Schlafmittel Stilnox zu sowas in der Lage sein? Das Medikament Stilnox mit dem Wirkstoff Zolpidem ist ein starkes und gleichzeitig beliebtes Schlafmittel in Europa und in den USA.
wo es den Namen Ambien verkauft, unter dem Namen Ambien verkauft wird. Es ist das meistverkaufte Schlafmittel und Stars schwören darauf. A Little Red Wine, Vintage Record, Some Ambien and Magic. Twitter 2017 zum Beispiel Elon Musk. Ambien bzw. Stilnox zu nehmen, scheint gerade in den USA salonfähig zu sein. Nicht so wohlwollende Worte findet dagegen zum Beispiel der Schauspieler Charlie Sheen. Er sagt, es sei das Aspirin des Teufels und auch andere Kollegen beschreiben, dass der Entzug von Ambien schwieriger ist als der von Alkohol. Immer wieder gerät Stilnox bzw. Ambien in die Schlagzeilen. Nicht viele klagen über Nebenwirkungen, allerdings wenn sie auftreten, sind sie umso heftiger. Menschen schlafwandeln, bewegen sich wie Zombies, fahren Auto oder agieren wie ferngesteuert. Ja, doch auch wenn solch krasse, extreme Nebenwirkungen immer wieder in den Nachrichten thematisiert sind, scheinen sie zumindest selten zu sein. Zumindest so selten, dass die New York Times ihren Lesern rät, lieber ein Glöckchen an die Schlafzimmertür zu befestigen, das einen weckt, wenn man unter Stilnox schlafwandelt, als gänzlich von der Annahme abzuraten. Ist das neue Ergebnis vom Gerichtsmediziner Peter White erschüttert Phoebes Familie und Freunde. Immer noch waren so viele Fragen ungeklärt und immer noch gab es so viele Ungereimtheiten und nicht untersuchte Beweise. Eine Frau musste den Zweifeln der Familie Handschuck zustimmen. Die Rechtsanwaltin Deborah Siemensma, die Teil der Untersuchungskommission um Peter White war. Ihre Zweifel wurden allerdings nicht beachtet, zum Beispiel die Blutergüsse an Phoebes Armen, das Blut in der gemeinsamen Wohnung, das Fehlen von Fingerabdrücken an der Müllrutsche. Für sie bedeutet das nicht, dass Ann Temple beteiligt sein muss an Phoebes Tod, allerdings auch nicht, dass er vollständig ausgeschlossen werden sollte, dass jemand Drittes daran beteiligt ist. Natalie Handschuck und ihr Vater Lorne Campbell, also Mutter und Großvater von Phoebe, wollten Phoebes Tod bis vor den obersten Gerichtshof in Australien bringen. Doch das wäre eine kostspielige Angelegenheit gewesen und eine Rechtsberatung riet ihnen von ihrem Vorhaben ab. Im australischen Recht bringt nämlich eine Revision nur etwas bei rechtlichen Fehlern. Sie führt nicht zu einer erneuten Beweismittelaufnahme. Phoebes Eltern Familie hat mittlerweile den Glauben an das Rechtssystem verloren. Sie wollen endlich wissen, was wirklich passiert ist. Und auch wenn es vielleicht wirklich Selbstmord war, sollten offene Fragen geklärt werden, die bislang keiner beantworten konnte. Und damit schienen sie nicht die Einzigen zu sein. Denn im Jahre 2016 veröffentlichte Christina Hempel, Anns Schwester und Phoebes Verbündete, in der High Society Welt ein Bild auf Facebook. Es zeigt die beiden Arm in Arm lächelnd. Dazu schreibt Christina, in liebevoller Erinnerung. Ich bin gerade über mein Lieblingsbild der schönen Phoebe gestolpert. Ich vermisse dich, Liebling. Du warst eine zerbrechliche kleine Blume, die niemand bewässerte. Du und deine Familie wurden vom Justizsystem und denjenigen, die es vertreten, im Stich gelassen. Ich hoffe nur, dass eines Tages die Wahrheit herauskommt, damit du Frieden finden kannst. 12 Stunden später wurde der Post wieder gelöscht. Viele Menschen suchen die Wahrheit in Phoebes Fall. Einem Unfall, der nicht wirklich wie ein Unfall scheint. Und jeden Tag hofft die Familie Handschuck, dass ihre Frage beantwortet wird. Seit dem Jahr 2018 hat sich ihnen eine weitere Familie angeschlossen. Die Eltern von Bailey Snyder. Ihre Tochter wurde tot aufgefunden. Ein Suizid teilte ihnen die Polizei schnell mit. Ein Selbstmord in einem Szenario, in dem alles möglich zu sein schien. Alles außer eben Suizid. Doch da gab es noch mehr als den Fakt, dass eine schöne junge Frau viel zu schnell ums Leben kam und viel zu schnell ihr mysteriöser Tod mit einem Suizid relativiert wurde, denn Bailey Snyder war mit Ann Temple zusammen.
Bailey war zum Zeitpunkt ihres Todes 25 Jahre alt. Sie war bildhübsch, modelte nebenbei, posierte auf ihrem Instagram-Account im Bikini und mit ihren Freundinnen an den schönsten Stränden und seinen luxuriösen Villen. Sie führte ein scheinbar perfektes Leben. Doch auch, wie bei Phoebe, war die heile Welt, die sie präsentierte, nicht die Wirklichkeit. Ihr liebstes Accessoire auf den Fotos war ein Cocktail. Ihre Freundinnen wünschten ihr auf ihren Social-Media-Kanälen viel Spaß am Tequila-Himmel. Und ihre Instagram-Beschreibung ließ sich fast wie ein Eingeständnis ihrer Probleme. Bailey, like the drink. Bailey, wie das Getränk. Sie trank zu viel Alkohol, hatte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und in den Monaten vor ihrem Tod wurde sie immer geheimnisvoller. Ihren Eltern vertraute sie sich nicht an, dass sie mittlerweile beispielsweise in einem Stripclub arbeitete und dort mit Drogen in Kontakt kam. Auch von ihrem neuen Freund erzählte sie wenig. Auf Instagram teilte sie zwar ihr halbes Leben, doch trotzdem gab sie wenig von ihrem Liebhaberpreis, den sie seit 9 Monaten datete. Anne Temple war doppelt so alt wie Bailey und war gerade wieder frisch geschieden. Nach dem Tod seiner Freundin Phoebe hatte er geheiratet, doch die Ehe ging in die Brüche. Viel ist nicht über die Beziehung der beiden bekannt. Er wollte Bailey allerdings helfen mit ihrem Alkoholproblem und sie stritten öfters darüber. Im Juni 2018 kam es wieder zu einem Streit. Bailey war verärgert darüber und auch am nächsten Tag noch, dem 24. Juni. Sie war bei ihren Eltern, die gerade unterwegs waren, und sie machte es sich auf der Couch mit einem Glas Wein und einer Zigarette gemütlich. Das toxikologische Gutachten stellte später fest, dass Bailey Kokain genommen hatte. Doch sie war nicht über den Streit mit ihrem Freund verärgert. Ein paar Tage vor ihrem Tod verfasste sie auf Facebook am 15. Juni 2018 ihren letzten Beitrag. Und sie ärgerte sich zum Beispiel auch darüber, dass es darum ging, dass eine vergewaltigte und ermordete australische Komikerin im Zuge dessen die Melbourner Polizei eine Stellungnahme veröffentlichte, dass Frauen auf sich aufpassen sollten. Bailey war wütend darüber. Sie kommentierte mit den Post mit den Worten: Wie wäre es, wenn eben nicht okay wäre, Frauen anzugreifen und zu ermorden? Wie sollen Frauen mit Vergewaltigung und Körperverletzung umgehen, wenn die Polizei solche Kommentare abgibt und dem Opfer die Schuld gibt? Das war ein sensibles Thema für Bailey. Denn nach ihrem Tod kam heraus, dass Bailey bei ihrer Arbeit im Stripclub einen sexuellen Übergriff zur Anzeige gebracht hatte, allerdings ohne Erfolg. Als die Snyders nach dem Einkaufen nach Hause zurückkehrten, lag Bailey zusammengesackt in der Küche. Sie hatte das Bewusstsein verloren und auch der gerufene Sanitäter konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei war sich schnell sicher, dass Bailey Selbstmord begangen hat. Ja, und sie ermittelten auch nicht weiter an dem Tod der Jungfrau. Um ihren Hals war eine goldene Schnur gewickelt und damit hätte sie sich erhängt. Doch das Band war nirgends befestigt. Und Bailey mit einer Größe von 1,78 hätte sich gar nicht in der Küche erhängen können. Das ließen sie allerdings außer Acht. 150 Menschen nahmen an Baileys Beerdigung teil. Nur einer fehlte. Ihr Freund Ant Hempel. Doch auch Phoebes Eltern ließen die Snyders nicht locker. Und auch wenn ihre Tochter Probleme hatte, hätte sie sich niemals umgebracht. Niemals ohne Abschiedsbrief. Niemals in der kurzen Zeit, in der die Eltern einfach nur einkaufen waren. Diesen Fehler musste die Polizei sich jetzt auch bald eingestehen. Mittlerweile wird der Tod von Bailey Snyder als Mord eingestuft. Die Ermittlungen laufen noch bis heute. Eine Anklage fand noch nicht statt. Doch Ant Hempel wird auch nicht als Verdächtiger gehandelt. Ende des letzten Jahres wandte sich Baileys Vater in einem Statement an die Öffentlichkeit. Unsere Tochter Bailey ist vor 15 Monaten verstorben.
15 Monate und wir warten immer noch auf eine Entscheidung des Gerichtsmediziners. Wir haben keine Antwort darauf erhalten, wie sie tot auf dem Küchenboden gelandet ist, mit einer fest um den Hals gebundenen Schnur, ohne dass ein Aufhängepunkt zu finden ist. Bailey verdient Gerechtigkeit. Nichts wird sie jemals zurückbringen. Aber wir als ihre Familie und Freunde brauchen Antworten.